Läuft schon, oder was? Und jetzt in die Kamera, ja? Willkommen bei der Metzgerei Kleffer. Bei uns gibt's noch... Nochmal von vorne, ja? Willkommen bei der Metzgerei Kleffer. Bei uns gibt's noch Fleischerhandwerk mit Herz und Anstand. Ja, wenn der Kunde es nicht haben will, dann bräuchte es ja nicht zu machen. Und wir stehen ja in der Nahrungskette ganz oben. Bei uns gibt's Qualität aus Meisterhand. Den zeigen wir aber auch noch, oder? Der bringt 7 Kilo, du. Man hört die Tiere schon schreien, ja. Was willst du machen halt, ne? Wenn ich beim Zahnarzt bin, gibt es auch Geschreie. Schluss jetzt! Bei uns brauchen Sie nicht zu wissen, woraus es ist. Ihnen schmeckt's auf jeden Fall. Ich habe noch 10 Kilo Fleisch bis morgen zu machen. Töten ist wie Fußball. Da sitzt auch nicht jeder Schuss. Ja? Spätestens beim dritten Mal so. Wir sehen uns bei Ihrem Fleischer des Vertrauens. Metzgerei Kleffer. Sind wir jetzt fertig? Hier, mein Freund. Jetzt bist du noch süß. Gleich bist du Wurst. It's not about how much you drink. It's about how you drink. Jack Daniels. Ey, Bolle, da ist ein Polizist. Hast du die Polizei gerufen? Schau doch mal richtig hin, das ist ein Feuerwehrmann. Richtig, guck doch mal genau, ey, hier brennt's. Was soll denn das sonst sein? Ach so. Seht ihr, ich hab doch gesagt, ich werde euch nicht verpfeifen, wenn ihr euren Schrott sofort wieder abholt. Gut so. Und worauf wartet ihr noch? Jetzt? Natürlich jetzt. Wollt ihr warten, bis die Erde total verseucht ist? Hier ist ein Naturschutzgebiet und ein hochsensibles Ökosystem. Ökosystem. Und denkt daran, ich behalte euch im Auge. Und Beweise habe ich auch. Denn wenn ich etwas nicht leiden kann, dann sind das Umweltverschmutzer. Sorry, Mann. Tut uns leid. Okay, ihr könnt auch rein. Bitte. Woher weißt du, dass Anna auch da ist? Heute sind alle da.
fun. Have fun. Hey, Moment. Sorry, Jungs. Was ist denn los? Hey, ist nicht euer Abend, komm. Komm schon. Komm, zieht Leine. Lass es gehen, Mann. Tino, Janik, hi, grüß dich. Habt Spaß, gell? Nein. Hey, wieso dürfen die denn jetzt rein und dir nicht? Weil ich die kenne, euch kenne ich nicht, okay? Ich will hier nicht verarschen. Hey, so nicht, Freund, so nicht. Du und dein Kumpel, ihr geht jetzt schön brav nach Hause, okay? Hi. Hi. Mein Freund liegt da drin auf. Mit dem Baby kommst du hier aber nicht rein, gell? Basti! Lilly? Ist okay. Echt? Kannst du mal kurz aufpassen? Ich bin gleich wieder da. Hi. Sag mal, ist Tom noch da? Alter, weißt du, wie fett seine Alte ist? Die ist so fett, die musst du in Mehl einrollen, um die feuchte Stelle zu finden. Scheiße, da sieht man, wer da kommt. Lass ihn kommen. Was wirst du machen? Ruhe. Hey Jungs, wie geht's? Sieh mal einer an, was der Wind daher weht. Ich hab nach dir gesucht, weißt du? Ja, ich weiß. Du weißt es also, ja? Wo warst du? Ich musste was erledigen. Weil du zum Beispiel keinen Koks mehr hattest? Ja. Nein. Hör auf mit dem Scheiß, Stefan. Wo ist mein Geld? Hör zu, Marco. Hört auf zu lachen! Hör zu, du kleines Arschloch. Kein Geld, kein Koks. Kein Geld, kein Crack. Kein Geld und ich puste dir das verdammte Gehirn aus deinem Schädel! Aber, Marco, wir sind doch Freunde. Freunde? Erteilt dem Arschloch eine Lektion. Nein! Hör auf! Nein! Janis, was machen wir jetzt? Wir brauchen einen Plan. Geil, aber voll erst geil, Junge! Hallo, oder? Was sagen wir, wie bitten die? Alter, schwarz mit roten Flammen drauf, Junge! Wir hätten gern 3 Schnäpse noch, bitte. Willst du die alle alleine trinken, oder was? Nee. Ja, willst du uns die nicht mal vorstellen? Entschuldigen Sie bitte. Sie sind nur Gast auf Erden. Rufen Sie doch bitte meine Sekretärin an. Und vereinbaren Sie mit ihr einen Termin. Sie sind... Ich denke, in 3 bis 4 Wochen dürfte noch was frei sein. Schönen Tag noch. Sie sind